Nein! Oh Gott! Holy Sch... Wie haben wir das gerade überlebt? Was ist da passiert? Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Es gibt heute wieder ein bisschen World War 2 Gameplay, aufgenommen während der Beta, damit ich euch das später zeigen kann, in den Wochen hin zum Release von Call of Duty World War 2. Und wir spielen heute ein bisschen mit der M1928, eine ziemlich gute SMG, wie ich persönlich finde. Damit gehen wir so ein bisschen auf Fallschirmjägerjagd. Ich hoffe, da funktioniert irgendwie ein bisschen was. Es ist natürlich so, dass ihr gerne eine Bewertung dalassen könnt, falls euch das Video dann gefällt. Und für weitere Call of Duty Videos lasst ein Abo da, komplett kostenlos. Und ihr verpasst dann keine Videos mehr. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, wir springen direkt ins erste Gameplay und gucken, was funktioniert. Viel Spaß. So, wir sind auf Point Hawk. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit der M1903 funktioniert. Ob wir ein bisschen was hinbekommen. Ich sollte vielleicht die Magazinerweiterung später noch mitnehmen. Dann hat man ja wirklich so ein bisschen die Tommy Gun. Hat auch so ein großes Visier unten. Sieht dann alles nochmal ein bisschen cooler aus. Muss man ganz klar sagen. Ich bin jetzt am überlegen, soll ich mit Schalldämpfer spielen oder soll ich ohne spielen? Fragen über Fragen. Ah, danke schön, dass du AFK rumstehst. Das gefällt mir natürlich ganz gut. Wenn ich den Kill bekomme, gefällt mir das natürlich ganz gut. Das war doch schon mal ein ganz netter Start. Übrigens, was sagt ihr zu diesen komischen Geschützen, die überall rumstehen? Mich nerven die so krass. Okay, der wollte irgendwie nicht gekillt werden. Oh, sind hier oben welche? Tatsache, meine Freunde. Ja, ich leg mich hier mal hin. Und helft dir dann? Ich gehe erstmal zurück. Okay, wir haben die Drohne. Hauen wir die Drohne raus. Schauen wir mal, von wo sie kommen. Ja, da oben sind nämlich welche. Shit, ich glaube, er hat mich gesehen. Teammate? Yes! So wird das gemacht. Hauen wir das Ding heraus. Bitte, bitte, bitte ein paar Leute wegbekommen. Das wäre jetzt hier irgendwie ganz schön. Oh, komm, wenigstens einen. Wenigstens einen. Wenigstens Dankeschön. Ah. Die Streak funktioniert manchmal richtig gut und manchmal halt irgendwie überhaupt nicht. Man braucht immer so ein bisschen Glück. Hier geblieben. Habe ich keine Muni mehr? Nein, ich habe keine Muni mehr! Okay, das wird jetzt hier alles ein bisschen knifflig. Nein, 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 nein! Natürlich sind sie zu zweit oben! Ich habe kurz gehofft, dass das vielleicht eine Person ist. Den hätte ich vielleicht bekommen mit meinem Pistölchen, mit meiner Reinfeuerpistole, mit der automatischen Pistole. Aber es sind natürlich zwei Leute. Okay, warte mal. Ich nehme diesmal direkt am Anfang eine Waffe mit. Dann sollte das alles laufen. Dann muss ich später nicht durch die Maps schleichen und muss irgendwo eine Waffe finden. Dann habe ich die zweite Waffe direkt dabei. Das klingt doch nach einem Plan. Holy shit, wo kommen sie alle her? Was passiert hier gerade? Teammate, willst du in irgendeine Richtung gehen? Oh, 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 ich lehne mich hin. Auf den Campich. Auf den Campich. Er kommt nicht raus. Okay. Schade. Das Ding ist, ich brauche halt jetzt noch einen Abschuss und dann habe ich nochmal die Drohne am Start. Und die hätte ich schon ganz gerne am Start. Aufklärung in der Luft. Oh, schrei doch nicht so rum. Und da ist die zweite. Hallo, mein Freund. Na komm, na komm, na komm, na komm. Zweitwaffe. Regelt. Zum Glück habe ich die mitgenommen. Ich dachte für einen Moment, okay, shit. Jetzt habe ich wieder die Scheißpistole in der Hand. Das hat gerade ganz gut funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir rennen mal weg. Jetzt ist die Frage, soll ich das Ding aktivieren oder nicht? Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so knapp vor meiner Streak. Oh, wir haben das Ding. Wir haben das Ding. Ich fass es nicht, dass das jetzt irgendwie funktioniert hat. Ey, wie der da auch gekämpft hat. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich da jetzt nicht irgendwie rausgesprintet bin aus meinem Versteck. Ah, schade. Warum wurde angezeigt, dass ich die bekommen kann, wenn ich sie nicht bekommen kann? Oh, sie machen Kills. Die Fallschirmjäger machen Kills. Gibt es ein neues Symbol jetzt mit diesem Totenkopf? Ich muss sagen, ich fand das alte gar nicht so schlimm. Da, glaube ich, hat man den Fallschirm irgendwie gesehen. Da wusste man wenigstens so ein bisschen mehr, was Sache ist. Okay, let's go. Das war doch eine ganz geile Runde. 26-3. Sehr viele Kills haben sie nicht gemacht, das muss ich sagen. Aber vielleicht in der nächsten Runde. Wir hängen natürlich noch eine mit dran. Und wir sehen uns gleich dort. Wir sind auf der Dennis Forest. Ich mag die Maps sehr gerne. Von daher finde ich das gerade ganz gut.
Und ich weiß, dass man hier nicht blöd nach vorne pushen sollte gleich am Anfang. Wir sind im Vorteil. Deswegen machen wir das auch nicht. Wir werfen nur eine Nate. Oh Gott. Und rennen weiter zurück. Genau, pusht bei mir rein und lasst euch killen. Nicht umgekehrt, bitte. Okay, Teammate, dankeschön. Okay, ich hau jetzt mal den Schalldämpfer drauf. Für solche Situationen habe ich das Ding ja dabei. Ich glaube, wir machen den Schalldämpfer lieber mal wieder weg. Ich glaube, das ist doch... Ach komm schon, wirklich. Ich glaube, das ist eine bessere Entscheidung, wollte ich gerade sagen. Hauen wir die Nate nochmal nach vorne. Ich bin so gespannt auf die ersten Stats und so weiter. Ich bin so gespannt, was der Schalldämpfer genau macht. Wie viel Schaden er wegnimmt und so weiter. Das, glaube ich, könnte echt interessant sein. Also gerade bei der Waffe habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Schalldämpfer schon heftig am Schaden schraubt und halt negativ. Natürlich. Okay. Ich glaube, wir haben... Holy shit! Hat der Fallschirmjäger? Oh nee. Ist es ein Hacker? 13-0? Hallo, mein Freund. Let's go. Nein. Oh Gott. Holy shit. Wie haben wir das gerade überlebt? Was ist da passiert? Okay, ich muss eine Waffe aufheben. Nein, die spawnen einfach weiter. Ich dachte, die Spawns flippen. Ich habe mich wirklich erst sicher gefühlt. Ich muss es ganz klar sagen. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich dachte, jetzt kann da nichts mehr passieren. Tja, falsch gedacht. Absolut falsch gedacht. Oh Gott, die sind da alle. Kann das sein? Oh, ich traue mich nicht so wirklich vor, aber ich will jetzt hier auch nicht einfach weg. Zu viele mögliche Kills würde ich... Oh Gott, okay, doch, wir gehen vielleicht doch weg. Ja, ich habe es mir anders überlegt. Ich gehe doch weg. Oh, sehr schön. Leute, wir müssen hier oben checken. Spawnen die wirklich nicht mehr hier? Okay, ich glaube, sie spawnen ausnahmsweise wirklich nicht mehr hier. Ah, nein. Nein. Den haben wir. Das Ding ist, ich habe echt nicht viele Schüsse gerade. Oh, ich dachte kurz, ich habe vielleicht Munition aufgehoben. Let's go. Oh, komm. Ja, wir haben ihn. Let's go. Okay, hauen wir dieses Ding raus. Na komm, na komm, na komm. Ein Kill. Nein. Schade, schade, schade. Ey, vielleicht kriegen wir die Fallschirmjäger nochmal. Spieltechnisch ist die Zeit ein bisschen knapp. Das gefällt mir nicht so wirklich gut. Aber wenn ich mich jetzt hier ein bisschen anstrenge und wir hier die Leute ganz gemein am Spawn wegholen, dann könnte da doch was funktionieren. Oh Gott. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Oh Gott, wir müssen ihn boxen. Wir müssen ihn... Nein! Keiner hat gecheckt, dass da der Gegner noch irgendwie am Gammeln war. Ich hab's nicht gecheckt, meine Mates haben's nicht gecheckt. Alter, was war das gerade? Aber wir haben es noch irgendwie gewonnen. Keine Fallschirmjäger leider an dieser Stelle. Kann man nichts machen. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat dieses Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Für weitere Call of Duty Videos lasst natürlich gerne ein Abo da. Wir sehen uns bald bei einem neuen Video. Macht's gut und ich bin Highlight. Wird das gemacht.